Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Randomizer von Minish Cap. Es geht wieder weiter. Wir haben einige neue Sachen, die wir erledigen können. Im letzten Part haben wir ja noch hier den, was war das? Tor des Windes, ne? Genau, haben wir abgeschlossen. Da fehlt jetzt noch ein Schlüssel, damit wir noch eine Schatzkiste holen können. Dann sind wir mit dem Tempel komplett durch. Welchen Tempel wir aber auf jeden Fall komplett zerrupfen können, ist der Feuertempel. Und ich würde sagen, da würde ich mich mal kurz hinbegeben. Genau, einfach direkt hier Teleport, genau. Das müsste passen. Und Leute, schaut doch gerne mal auf zeldajunge.com vorbei. Meiner Website, die jetzt, ja, schon ein bisschen länger online ist, aber ja, jetzt so offiziell, sag ich mal, ne? Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Dort seht ihr alle aktuellen Projekte, auch welche, die vielleicht nicht so präsent sind, und erfahrt vielleicht die ein oder andere Info, die ihr sonst noch nicht habt. Gerne mal vorbeischauen. So, jetzt geht's aber weiter. Hier Flammentempel. Müssten wir, wie gesagt, komplett durchmachen können. Wir haben zwei kleine Schlüssel. Den Boss-Key haben wir. Und Items sollten wir auch alle haben dafür. Was sagt denn die Karte aktuell? So. Kommen wir denn hier überhaupt weiter? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen von rechts kommen. Okay. Das heißt, der einzige Weg führt hier lang. So, wir waren hier ja schon mal drinne vor langer Zeit. Dann haben wir hier noch Bomben. Holy moly. Zack. Ich werde auch nochmal alle Gegner töten, um auf Nummer sicher zu gehen. So, hier geht es jetzt nach links. Und dann geht es da runter. So, hier ist bestimmt so ein Raubschleim. Ja, brauche ich nicht. Okay, dann fängt es hier an mit den ganzen Bahngleisen. Also wir waren hier schon mal überall. Hilfe. Haben schon viele Sachen gemacht. Damals waren wir aber echt noch ziemlich unausgerüstet, sage ich mal. Und hatten auch keine Schlüssel und nix. Und das hat sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen geändert. So, ich würde jetzt mal nach rechts gehen. Ich glaube, hier sind wir auch damals nicht weitergekommen. Weil es keinen Schlüssel gab. So, zack. Wir machen mal das Ding auf hier. Und dann kann ich hier erstmal schön über die Gleise gehen und kann hier die Spur ändern. Das sieht doch nach einem Plan aus. Und dann... das ist so geil. So, da ist die Lampe, by the way. Die brauchen wir ja nicht mehr. Im Original könnte ich mir vorstellen, dass da Schlüssel liegt. Okay. Wirbelstab brauchen wir, glaube ich, hier. Ne? Der ist hier präsent. Damit wir Sachen umdrehen können. Mehr gibt es hier auch nicht. Habe ich hier schon den Wirbelstab? Hätte man den hier schon? Oder wo bekomme ich den? Bekommt man den in dem Dungeon oder? Ja, ich glaube schon, ne? Okay. Tor des Windes. Scheiße, da ist der letzte Schlüssel fürs Tor. Ja. So. Okay. Okay, damit kann ich aber wenigstens den Tempel dann komplett abschließen. Gut zu wissen. Gut, dann erstmal wieder zurück. Okay, wir waren jetzt nur wegen dem... wegen dem Schlüssel hier. Ich kann auch auf den Gleisen lang laufen. Stimmt, klar. Und dann... da ist eine brüchige Wand und hier geht es auch noch weiter. Aber hier springe ich irgendwo runter. Ist es schlauer, die brüchige Wand erst kaputt zu machen? Alter, wie krass ausgerüstet wir halt schon sind, ne? Ich weiß auch nicht, wie lange das Projekt jetzt noch gehen vermag. Ich glaube, das geht tatsächlich relativ schnell jetzt zu Ende. Jetzt, wo man fast alle Items hat, kann ich mir das zumindest vorstellen. So, hier kommt man jetzt zu der Lampe. Ergibt halt keinen Sinn, ne? Brauchen wir nicht. Wir haben es halt mal eingesammelt. Ihr habt doch gesehen, da gab es keine Fanfare oder sowas. Aber hier runterwärts... boah, komm, die baller ich jetzt richtig weg, oder? Alter... jawohl. Hey, nice. Das war so gut. Ja! Verdammtes Herzchen. Sehr gut. Ha, naja. Okay, ansonsten... ah, okay, hier muss ich auch wieder mit dem Ding arbeiten, mit dem Wirbelstab. Du. Zack. Über. Und hier gibt es tatsächlich dann schon den nächsten Schlüssel. Na komm. Ist auch der letzte.
Was sagt die Karte gerade dazu? Ja, oben sind wir tatsächlich fertig mit Schatzkisten. Wir müssen jetzt hier unten weitermachen. Hier gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schatzkisten und den Boss natürlich noch zu legen. Ja, okay. Hier sollen wir uns klein machen. Okay, ist auch der einzige Weg aktuell. Na dann. Oh. Okay. Die Schienen müssen aber erstmal anders bleiben, damit ich überhaupt als Mainisch vorbeirennen kann. Zack. Verstehe. Aua. Ich bin super. Wahnsinn, wie ich das gemacht habe. So, da muss ich mich jetzt erstmal wieder groß machen irgendwo. Okay, die nehmen mich nicht zur Kenntnis, wenn ich klein bin. Gott sei Dank. Wäre auch sonst echt gefährlich geworden. Kann ich die besiegen? Nee, ich glaube nicht, ne? Das sind einfach nur so... diese Beyblades, die man kennt. Ich glaube, besiegen kann man die nicht. Dö, so. Aber schön austricksen kann man die. Okay. Dann haben wir hier jetzt den Kahn, den wir rüberbringen müssen, damit es weitergeht. Und jetzt können wir auch offiziell hier lang. Alles klar. So, das waren mir ein paar zu viele Räume auf jeden Fall. So. Was bringt mir das, wenn der da drin ist? Ja, rein gar nichts. Weil ich muss die alle da reinbringen. Ah, das war schlecht, ne? Kann ich die wieder rausholen? Ich kann den nicht... Okay. Ich muss nochmal respawnen. Ich muss die alle da drüben reinmachen, damit ich den Schalter aktivieren kann. So, okay. Auf ein neues. So, rein da. Rein da. Rein da. Aber irgendwie lustig gemacht. So, zack. Und dann das Ding rüberziehen und der muss dann da oben rein. Logisch, oder? So. Ah, schön, wie schnell das geht. Wurde das verschnellert vom Randomizer oder ist das immer so schön schnell? Okay, was sagt die Karte? Wir haben jetzt erstmal zwei Schatzkisten, dann geht's rüber in den Raum nach rechts und da haben wir dann noch mehr Schatzkisten. Okay. 100 Rubine? Aktuell können wir es gebrauchen. Lange allerdings nicht mehr. Wir müssen dann erstmal Geld ausgeben, auf jeden Fall. Ah, 10 Bomben. Ach Mann, das braucht doch keiner. Okay, schon mal zwei sinnlose Schatzkisten gehabt. Perfekt. Und hier kann ich schön mit dem Feuer, mit dem Schwert ausschlagen. Da ist der Boss und da haben wir direkt aber noch ein paar Schatzkisten. So, der taucht gleich wieder auf, ne? Ja. Okay. Also theoretisch kann ich das ganze Zeug hier auch abfliegen, oder? Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Shit. No! Ist gar nicht so einfach. So. So. Den drehen wir um. Und jetzt müssen wir gleich den ganzen Weg noch abfliegen. So, okay, das hätten wir erstmal. Hä? Warum sollte man da lang? Was ergibt das hier für einen Sinn? Dann komme ich da hoch. Ah, verstehe. Frage, ist das schlau? Ich glaube, da komme ich rechts in den Raum und kann mir eine Schatzkiste holen, oder? Hä? Okay, ich kann jetzt darüber fliegen. Ja, okay, ich hole mir erstmal die Schatzkiste. Theoretisch dunkles Schloss Hyrule. Und damit haben wir auch alle kleinen Schlüssel für den
Das dunkle Schloss, perfekt. Das ist auch sehr wichtig. Es fehlt halt noch der Boss-Key und so. So, und das können wir natürlich ein bisschen ercheaten, dadurch, dass wir die Flügel schon haben. Kein Problem. So, allgemein sollte das mit den Flügeln jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht sein. Das sollte man gut vorankommen. Aber guck mal erstmal. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Schatzkisten. Frage ist, wo... Guck mal da. Kann ich da... Da muss ich doch hochkommen. Jo. 5 Pfeile. Das, was ich mir gewünscht habe. Okay, wo gibt es noch Schatzkisten? Wo sind die restlichen 2? Ganz hinten links in der Ecke ist noch eine versteckt. Okay. Nein. Zack. Dann da hoch. Und dann müssen wir... Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich ganz nach hinten links in die Ecke. Um die eine Schatzkiste zu holen. Wir machen jetzt richtig Fortschritte, Leute. Ihr merkt das. Wir haben jetzt so den Item-Status, dass wir Stück für Stück alles holen können. So. Und da gibt es ein Herzteil. Eins noch, dann haben wir noch einen Herzcontainer. Perfekt. Ah, shit. Da habe ich gerade nicht nachgedacht. So, eine Schatzkiste muss noch irgendwo geben. Die müsste jetzt theoretisch dadurch aufploppen irgendwo, dass ich hier lang fliege. Ich glaube, da ist er, ne? Ja, stimmt. Über den Wolken, das letzte Fragment. Jawohl, okay. Das heißt, da müssen wir jetzt noch einmal vereinen. Und wir müssen jetzt theoretisch noch zum Boss. Oh, und hier gibt es noch einen Schlüssel, oder wie? Nee, ein Teleporter. Ah, cool. Ja, schön. Frage, haben wir jetzt alles? Weil wir haben, glaube ich, noch keinen blauen Teleporter. Kann das sein, dass ich hier irgendwo noch einen Raum vergessen habe und ich irgendwo nicht reinkam oder so? Egal, wir machen erstmal schnell den Boss. Der müsste jetzt theoretisch mit dem Wirbelstab funktionieren. I guess. So. Na dann rein da. Let's fight with the boss. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? Ach ja. So, jetzt ist die Frage, wie ging das? Ich muss den von hinten irgendwie... Ah ja. Und jetzt einfach drauf. Ah ne, hier drauf. Und nicht zu gierig sein, sonst fallen wir in die Lava. Ja, ist einer von den leichteren Bossen auf jeden Fall. Okay, ich glaube, ich muss warten, bis er... Jetzt kann ich. Und das müsste jetzt auch schon gewesen sein, oder? Mit der Kraft des Schwertes. Okay, nee. Haben wir immer noch nicht geschafft. Wahnsinn. Ah. Menno. Ach so. Die Lava wird auch größer. Habe ich jetzt erst gesehen. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann lassen wir den jetzt nochmal schön abkühlen, den guten. So, zack. Und jetzt aber Finale, oder? Immer noch nicht. Alter, ich habe den voll eine mit der Wirbelattacke reingesammelt. Und der lebt immer noch. Ach du Scheiße. Ja, ich brenne. Ich brenne nur für dich. Okay, jetzt ist er ein bisschen aggressiv geworden hier, der Gute. Kann man aber auch verstehen, so ein bisschen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er auch vorbei. Der lebt immer noch? Alter, was hält der aus? Meine Güte. Hätte ich jetzt aber mit der Wirbelattacke rangemusst? Wäre das besser gewesen? I don't know.
Also ganz ehrlich, der ist doch ein bisschen anspruchsvoller. Er sagte eben noch, es ist ein einfacher Boss. Aber der hält ja schon die fünfte Runde stand. So. Jetzt haben wir ihn. Alles klar. Okay, war doch krasser als ich dachte. Ich hätte den, hatte den jetzt leichter in Erinnerung. Vor allem mit dem Schwert der 4 müsste der eigentlich easy gehen. Aber scheinbar ist es nicht so, dass der jetzt mehr Schaden bekommt, dadurch, dass wir ein krasseres Schwert haben, sondern eher so phasenrelevant, also rundenrelevant. Okay. Jetzt haben wir das grüne Amulett. Alles klar. Und den roten Boss haben wir besiegt. So, zack. Windelement erhalten. Das Windelement erhält die Kraft, die Samen trägt und Früchte bringt. Schön. Aber das... Das war jetzt der Preis für den... Ja, okay, das war der Herzcontainer. Schade. Hab gedacht, wir kriegen noch was Schönes. Okay, der Gongolberg ist damit auch abgeschlossen. Aber hier fehlt doch noch ein blauer Porter, oder? Haben wir irgendwo noch vielleicht was vergessen? Haben wir irgendwo einen Bossfight nicht gemacht? Gibt es vielleicht irgendwo noch einen Schlüssel, der runterfallen kann? Ich gehe nochmal ganz kurz rein. Und check gerade nochmal die Räume aus, in denen wir jetzt gerade nicht waren. Weil ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir irgendwas vergessen haben. Weil wir an irgendeiner Stelle nicht weitergekommen sind, weil etc. pp. Uns gefehlt hat. Und es kann eigentlich nur sein, dass es da nach links geht, weil alle anderen Räume haben wir, glaube ich, ja, alle anderen Räume müssten wir, glaube ich, gemacht haben. Dementsprechend, ich gehe mal ganz kurz nochmal nach links und hoffe, dass wir da vielleicht noch was finden. Ansonsten ist der Dungeon halt jetzt beendet. So, guck mal, hier kann ich als kleiner Bimpf auf jeden Fall noch langlaufen. Ja, mir fehlt halt der blaue Teleporter irgendwie, glaube ich. Es muss theoretisch in dem Raum sein, wo wir den Wirbelstab erhalten würden. Weil meistens ist das halt in dem Mini-Boss-Fight. So, warte mal, hier komme ich gar nicht weiter. Ah doch, ich konnte ihn einfach wegschieben hier. Sehr smooth. Okay. Das heißt, hier haben wir die Lampe bekommen damals. Damals, in dieser Folge. Ich weiß nicht, hätten wir hier den Wirbelstab bekommen? Ne, ich habe hier keine... Ich habe hier nichts vergessen, ne? Oder da links vielleicht? Maybe da links? Okay, warte, ich mache mal kurz groß. So, zack. I'm not sure. Habe ich hier irgendwas vergessen? Okay, an den Raum erinnere ich mich gerade nicht mehr. Aber da waren wir scheinbar auch schon mal. Ja, wir sind hier schon mal lang geflogen. Hier waren wir auch schon. Dann haben wir hier die Tür aufgemacht. Es gibt... Vielleicht gibt es auch keinen blauen Teleporter. Ne, jetzt sind wir wieder... Es hat sich der Kreis geschlossen, ne? Okay, gut, dann sage ich mal, es gibt keinen blauen Teleporter, es sei denn, hier ist jetzt noch irgendwas, aber denke ich eigentlich auch nicht. Ja, Leute, dann hätte ich gesagt, es gibt keinen blauen Teleporter, oder? Ne. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ich jetzt hier noch was vergessen habe. Ansonsten würde ich jetzt auf jeden Fall das hier verlassen. Und wir machen auch noch ein bisschen Überlänge, weil ich jetzt hier so ein bisschen rumgetrödelt habe. Speichern. Und dann machen wir einen Quick Warp zum Dungeon-Eingang. Das ist so cool, ey. So, und jetzt gehen wir nochmal zum Tor des Windes und holen uns da die eine Schatzkiste noch. Damit wir das auch abgeschlossen haben. Einfach nur, weil ich das gerne möchte. So. Dann haben wir das nämlich auch komplett. Ach, haben wir da keinen anderen? Aber... Kein Teleporter, der direkt zum Tempel führt. Schade. War hier auch ein Deku drin? Nee. Wir haben da noch eine Kiste von einem Deku-Kerl, ne?
auch so dumm. Ein Deku-Kerl fehlt uns dann noch in der Tabanda-Dingens-Pups. In dem merkwürdigen Land von Tabanda, oder wie ist das? Die Welt von Tabanda. Da fehlt uns noch ein Deku-Kerl, den wir halt nicht besiegen können, weil wir kein Schild haben. Ist halt komisch, ne? Du kannst halt diesen Deku-Kerl nicht besiegen. Du hast einen Bogen, du hast Lichtpfeile, aber der lässt sich nur von seiner eigenen Nuss besiegen. Ah, will ich mich hier nochmal klein machen? Mann, warum ist der Weg dahin so kompliziert? Ja, egal. Wir machen ein bisschen Überlänge, Leute. Ich möchte gerne die Schatzkiste wenigstens noch holen. Dann haben wir nämlich das abgeschlossen. Und dann, ja, wir können halt oben im Himmel weitermachen. Wir können aber auch noch viel hier machen. So ein bisschen. Okay. Gehen wir nochmal schnell hier rein. Ich muss nochmal kurz überlegen. Ich glaube, Teleporter brauche ich nicht. Ich muss tatsächlich hinten rechts lang. So, warte mal. Dafür nehme ich den hier nochmal kurz. Ich erinnere mich düster. Ich muss hier den Hebel ziehen und dann hinten rechts irgendwo... geht's, glaube ich, weiter. So, das brauche ich nicht. Dedim. Hier durch. Hier runter. Ne, hier kann ich nicht einfach runter. Shit, da ist auf jeden Fall die Schatzkiste. So, hier ein bisschen vorsichtig sein. Rennt doch nicht weg. Habt doch keine Angst vor mir. Unsere Rubine müssen wir auf jeden Fall ganz dringend ausgeben. Zack. So, damit wir dann wieder neue Rubine scheffeln können. So, hier ist die Tür. Und die müsste mich jetzt irgendwo hinbringen. Genau, da kann ich runterfallen. Ich falle erstmal rechts runter, weil links ist nämlich nix. 30 Bomben. Ach Mann. Schade. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas Wichtiges drin ist, ne? Aber damit haben wir auch den Dungeon jetzt completed. Und ich kann guter Dinge den Part beenden. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Minish Cap Randomizer. Tschüssi, Leute.